Verführung ist eine Kunst, die es Frauen erlaubt, Frauen zu sein. Es kann aber auch bedeuten, dass du ihrer emotionalen Welt einfach Mehrwert bietest. Zum Beispiel durch ein Kompliment. Du bist ja richtig talentiert. Ich sehe schon, du hast Rhythmusgefühl. Es ist schon süß, wenn du so lächelst. Du hast schon oft gehört, Frauen wollen einen Mann, der weiß, was er will. Mein Name ist Andy Friday und ich coache seit Jahren Männer darin, Frauen zu entdecken, zu verführen und die große Liebe zu finden. Die meisten Männer geben Frauen Komplimente für ihr Aussehen, aber sie hat sich ihr Aussehen nicht ausgesucht. Ihre Kleidung, die hat sie sich zum Beispiel sorgfältig zusammengestellt. Dass sie gut im Tennis ist, das liegt daran, dass sie fleißig geübt hat. Was meinst du, welche Art von Kompliment die meisten Menschen meistens geben? Wollen sie einfach nur etwas Schönes schenken und erwarten nichts zurück? Oder erwarten sie einen Gefallen, eine Aufmerksamkeit, vielleicht sogar etwas Größeres? Ihr Aussehen ist etwas, für das sie nichts getan hat. Was dann bei ihr ankommt, ist, oh, wieder einer, der sich für mein Äußeres interessiert. Wann ist endlich mal ein Mann dabei, der meine Leistung wertschätzt? Auch wenn du es gut gemeint hast. Ihre Erfahrung mit anderen oberflächlichen Männern ist nun mal so. Gib ihr als souveräner und unabhängiger Mann doch einfach mal ein Kompliment für ihre Leistung. Da fühlt sie sich nämlich nicht nur geschmeichelt, sondern auch anerkannt. Und das ist eine unserer Grundbedürfnisse als Mensch. Wenn du ihr ein Kompliment gibst für etwas, das sie anhat, dann gib ihr ein Kompliment dafür, dass sie es sich gut ausgesucht hat, also ihre Leistung honorierst. Je einzigartiger die Sache ist, die dir an ihr aufgefallen ist, desto besser. Die passende Frau wird bei folgendem Kompliment zum Beispiel völlig hin und weg sein. Du hast einen interessanten Stil, sehr zeitlos, erinnert mich ein bisschen an Audrey Hepburn. Oder eine andere Frau konnte einen ganzen Abend ihre Augen nicht mehr von mir lassen, nachdem ich ihr gesagt habe, tanzt du Ballett? Du bist die Einzige, die gerade die Treppen so elegant heruntergelaufen ist. Das sind die Details, die die meisten Männer an Frauen gar nicht bemerken würden. Es hört sich ganz anders an, als einfach nur, du bist heiß. Ein gutes Kompliment ist nicht flach. Ein gutes Kompliment ist detailliert. So richtig beginnt ein Flirt dann, wenn du von der Du- und Ich-Ebene zu einer Wir-Ebene wechselst. Das bedeutet, dass du und sie jetzt zusammen in einer Wir-Blase seid. Und was sich liebt, das neckt sich. Dementsprechend fordere sie heraus, necke sie und gib ihr hier und da kleine süße Sticheleien. Das Ganze kann zum Beispiel so aussehen. Ganz ehrlich, was soll ich nur mit dir anstellen? Oder sag mal, hat dir dein Freund nie den Hintern versohlt? Psst. Damit kannst du übrigens geschickt herausfinden, ob sie einen Freund hat. Wenn du ihr zuvorkommst mit einem spielerischen, ach, wir zwei würden niemals zusammenpassen, dann erzeugst du bei ihr den Gedanken, ja, aber warum nicht? Und dann wird sie anfangen, dich als einen potenziellen Partner zu sehen oder als Affäre, als Liebhaber. Und sie wird sich Gedanken machen, wie kann ich ihn denn jetzt davon überzeugen, dass wir doch zusammenpassen. Aber auch weniger geübte Frauen werden dann versuchen, mit dir mitzuhalten. Sie sagen dann solche einfachen Dinge wie, tja, siehst du mal, oder irgendwelche simplen Plattitüden wie, tja, wer wagt, gewinnt. Und daran wirst du merken, sie steht auf dich. Und sie kann leider nicht mithalten, aber sie möchte mithalten. Und das ist ein unglaublicher Beweis dafür, dass du alles richtig machst. Die Wir-Blase suggeriert ihr unterbewusst, dass ihr irgendwie zusammengehört. Und zwar spielerisch, indem ihr euch in einen romantischen Kontext versetzt. Du willst sie. Gut so. Aber du bist verdammt nochmal nicht auf sie angewiesen. Wenn du Frauen noch mehr Komplimente geben möchtest und mit ihnen auf wunderschöne Dates gehen willst, dann lass uns miteinander sprechen. Komm dazu in die kostenlose Erstberatung, klicke auf den Link in der Beschreibung oder hier oben hin. Und wenn du das nicht machst, dann ist das auch okay, weil ich von dir rein gar nichts zurückerwarte. Ja, Andy hatte ja einen Tipp gegeben, habe ich gemacht. Ich habe sie da sehr, sehr überrascht und sie war sehr, sehr froh. Und wir sind ja die ganze Zeit dann nur noch Händchen gelaufen. Ganz ehrlich, es ist einfach perfekt. Sie ist mega happy und ich bin mega happy und das passt einfach so krass, um jetzt vielleicht die Frau vielleicht fürs Leben. Von daher...